Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und in meinem heutigen Video geht es um Facebook-Nazis. Viel Spaß dabei, meine Freunde. Deutschland sieht sich momentan von einem regelrechten Ansturm durch Asylbewerber betroffen. Allein im Juli waren es 79.000 Menschen, absolute Rekordzahl. Die Regierung ist maßlos überfordert, der Frust in der Bevölkerung groß. Die Zahl der Angriffe auf Asylheime stieg in letzter Zeit enorm an. Doch eine ernsthafte Debatte über diese Anschläge hat in der Politik bisher wenig bis gar nicht stattgefunden. Damit sendet die Bundesregierung ein gefährliches Signal, welches solche Taten legitimiert und in ihrer Härte abschwächt. Der Hass gegen Asylbewerber nimmt allerdings auch in sozialen Netzwerken immer ekelhaftere Formen an und es scheint fast so, als ob das alles ganz normal ist. Unter dem Deckmantel der Anonymität wird munter drauf losgehetzt, mit gefährlichem Halbwissen jongliert und sich gegenseitig bestärkt, dass die doofen Ausländer doch bitteschön dahin zurückgehen sollen, wo sie hergekommen sind. Hier mal ein besonders schönes Beispiel. Auf diesem Foto sieht man einen älteren Herrn mit graumeliertem Haar, der voller Entschlossenheit ein Plakat vor sich herträgt. Man sieht darauf ein kleines deutsches Kind und folgenden Dialog. Mama, ich hab Hunger! Ich weiß, mein Schatz, aber erst kommen die Fremden dran. Wieso, Mama? Weil man uns beide sonst als Nazis bezeichnen würde. Das dürfte das mit Abstand dümmste Plakat sein, welches ich in der aktuellen Diskussion um die Asylproblematik bestaunen durfte. Auf der Rückseite des Plakates ist bestimmt ein Zitat vom Papa, auf dem er sich beklagt, dass die Ausländer unsere Jobs klauen. Die Ausländer werden mit Geld vom Staat überschüttet, sodass unsere Kinder verhungern und gleichzeitig klauen sie uns Deutschen noch die Arbeitsplätze. Wer nicht vollkommen verblödet ist, hat schon lange kapiert, dass das alles keinerlei Sinn ergibt. Wenn du jung und fit bist und trotzdem keinen Job hast, dann liegt es vielleicht daran, dass du dich nicht genug bemühst, deine Ansprüche zu hoch stellst oder einfach nur ein talentfreier Taugenichts bist. Wenn dein Kind Hunger hat, dann sicherlich nicht wegen irgendeinem Asylanten, sondern weil du entweder stinkend faul, unglaublich blöd oder wahrscheinlich sogar beides bist. Deutschland ist ein sozialer Rechtsstaat und jeder Angehöriger dieses Staates hat das Recht auf eine Grundversorgung. Wenn du dir von deiner Sozialhilfe lieber ein neues Handy kaufst, statt deine Tochter zu ernähren, hat da kein Asylbewerber dran schuld. Wenn du deinen Nachmittag am liebsten auf der Couch mit deinen besten Freunden mitten im Leben Verdachtsfälle und Betrugsfälle verbringst, hättest du stattdessen lieber mal Bewerbungen ausgefüllt oder darauf geachtet, dass deine Anträge für dich und deine Tochter alle vollständig und korrekt eingereicht wurden. Eine niveauvolle Diskussion in den Kommentaren zu diesem tiefsinnigen Plakat ist erwartungsgemäß nicht möglich. Hier mal ein paar besonders feinsinnige Beispiele. Tina S., die von ihrem Profilfoto her so aussieht, als ob sie gerade mal 12 Jahre alt ist, schreibt wutentbrannt: Kleine deutsche Kinder müssen hungern, 100.000 Deutsche leben auf der Straße oder sind kurz vor der Armutsgrenze, aber denen wird alles in den Arsch gesteckt. Ja, der Anblick der ganzen hungernden deutschen Kinder ist wirklich nur sehr, sehr schwer zu ertragen. Auch Eva W. hat etwas extrem Wichtiges und Wahrhaftiges zum Besten zu geben. Die Ausländer kommen hierher und machen nichts als Ärger, nur weil wir ein Sozialstaat sind, denken die sich, dürfen die sich alles erlauben. Und als bei uns Hochwasser war, kam nichts von denen. Kein einziger Cent, aber wir sollen ständig spenden und denen Geld geben. No way. Ich fand es auch sehr frech, dass uns Eritrea keinerlei Spenden oder Katastrophenhilfe zukommen lassen hat und stattdessen weiterhin auf seinen Milliarden hockt. Ziemlich haarsträubender und idiotischer Mist also, der dann in den Kommentaren von sich gegeben wird und man weiß wirklich nicht, ob man darüber lachen oder es eher als bedenklich empfinden sollte, dass auch heutzutage noch so viele, vor allem junge Menschen, derart weltfremde Meinungen vertreten. Immerhin wurde das Bild bisher über 40.000 Mal geteilt. Dass sich auf dem Plakat ein dicker Rechtschreibfehler eingeschlichen hat, ist übrigens weder dem älteren Herren noch den grimmig gesinnten Ausländerfeinden in den Facebook-Kommentaren aufgefallen. Es ist ein unangenehmer Trend, der sich momentan auf Facebook breit macht und der nur schwer zu bekämpfen ist. Porsche hat da meiner Meinung nach ein großartiges und wichtiges Zeichen gesetzt.
Als dem Unternehmen von mehreren Personen mitgeteilt wurde, dass einer ihrer Azubis einen richtig miesen rassistischen Kommentar unter einem Facebook-Foto abgegeben hatte, wurde der Azubi sofort entlassen. Das Foto zeigt ein syrisches Flüchtlingsmädchen, welches sich über die durch die örtliche freiwillige Feuerwehr gestellte Abkühlung an einem heißen Sommertag freut. Eine herzerwärmende Momentaufnahme und es scheint, als ob die Kleine für ein paar Minuten vergessen kann, was sie wohl alles in ihrem Heimatland durchmachen musste. Der Porsche-Azubi kommentierte das Bild mit: Flammenwerfer wäre die bessere Lösung. Das wäre mit H habe ich übrigens aus dem Originalzitat übernommen. Es ist wirklich ein auffälliges Muster, dass die überzeugtesten Verteidiger eines reinrassigen Deutschlands oder in diesem Falle Österreichs nicht mal der einheimischen Rechtschreibung mächtig sind. Wenn euch Deutschland so heilig ist, dann trete doch bitte nicht unsere Sprache so mit Füßen, ihr verdammten Vollidioten. In der Stellungnahme seitens Porsche lautet es: Der Lehrvertrag wurde mit sofortiger Wirkung vorzeitig beendet. Wir lehnen jegliche Art der Diskriminierung strikt ab. Dieser Vorfall hat uns daher zum Handeln gezwungen. Da darf ruhig mal geklatscht werden und ich kann nur hoffen, dass sich weitere Unternehmen ein Beispiel daran nehmen werden. Also anstatt rassistische Kommentare bei Facebook zu melden, klickt auf die Profilseite der Verfasser. Meist haben diese Vollidioten ihren Arbeitgeber angegeben und für jeden sichtbar gemacht. Schickt dem Arbeitgeber einfach einen Screenshot und vielleicht erledigt sich der Rest ja von selbst. Deutschland ist ein reiches Land und als reiches Land stehen wir unabhängig von unserer Vergangenheit verdammt nochmal in der Pflicht, notleidigen Menschen zu helfen. Dass der Hilfeprozess noch nicht optimiert ist und sich auch schwarze Schafe unter die Hilfsbedürftigen mischen, will ich gar nicht abstreiten. Daher befürworte auch ich die Überlegung, eine striktere Trennung von regulärer Zuwanderung und Flüchtlingsbeherbergung zu implementieren. Ein Flüchtling ist eine Person, die vor Terror und Gewalt aus ihrem Heimatland flüchtet. Jemand, der in seinem Heimatland keine wirtschaftlichen Perspektiven hat und deshalb nach Deutschland kommt, ist für mich kein Flüchtling. Und bei dieser Person sollten meiner Meinung nach die regulären Einwanderungsmechanismen greifen. Erste Schritte in diese Richtung wurden bereits getätigt. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg zum Beispiel hat bereits zugestimmt, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Die Asylbewerber hingegen kommen zum großen Teil aus den Kriegsgebieten in Syrien und aus dem nordostafrikanischen Staat Eritrea. Und für alle deutschen Mütter und Väter, die immer so fleißig auf Facebook kommentieren, dass die Flüchtlinge sich doch zurück in ihr Land verpissen sollen, habe ich hier mal ein paar idyllische Heimatbilder der Syrer. Ganz ehrlich, schämt ihr euch nicht? Stellt euch mal vor, das wären eure leblosen Kinder, die hier zu sehen sind. Würdet ihr nicht auch Hilfe bei den Menschen suchen, denen es Gott sei Dank besser geht als euch? Diese Menschen kommen nicht hierher, weil sie dein Essen wegfressen oder deinen Job klauen wollen. Diese Menschen kommen hierher, weil sie in ihrer Heimat unter Todesangst leiden und teilen sich in den hygienisch teils unzumutbaren Asylheimen zu Dutzenden ein Zimmer, in dem sie essen, schlafen und leben müssen. Und wie begrüßen wir sie? Indem wir ihre Unterkünfte abfackeln, Anschläge auf sie ausüben und auf Facebook Stimmung gegen sie machen. Ich frage nochmal, schämt ihr euch verdammt nochmal nicht? Heute also mal ein paar ernstere Töne von mir und ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen und den ein oder anderen vielleicht sogar etwas zum Nachdenken angeregt hat. Falls ihr Bock auf mehr Videos in diese Richtung habt, dann schreibt mir eure Wunschthemen doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde.